Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenschuk und ich sitzen gerade beim Frühstückstisch. Adrian hat ein mega cooles Frühstück für uns gezaubert. Guck mal. Tada! Also, es ist Quark drunter und obendrauf hat er so ein Erdbeerpüree darauf gemacht. Erdbeeren püriert, darauf verteilt, dann gibt es dann ein paar Cashews, dann habe ich Bananen nochmal draufgeschnitten. Und dann gab es natürlich wie immer das hier nochmal oben drauf als Topping. Wir wollen jetzt frühstücken. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Wir waren heute schon spazieren, die Sonne scheint, ist richtig schön. Und mein Schnucki ist im Hintergrund und backt das Brot. Ist schon. Er hat heute Morgen Brotteig gemacht. Wir haben kein Brot mehr zu Hause. Und? Der Ofen ist schrott. Ja, da hat irgendwie Wackelkontakt, Schnucki. Manchmal geht er aus. Mein Wackelkontakt. Wackeltag. Wackeltag. Hat es nicht. Einen wunderschönen guten Morgen Max aus Beckers Stube. Ja. Was? Max hat immer Wackeltag gesagt, ne? Ja. Irgendwie so. Naja, also wir frühstücken erstmal. Eben, ich komme gerade aus dem Büro. Habe zwischendurch nochmal zwei Waschmaschinenladungen aufgehängt. Habe jetzt mein Video geschnitten. Und jetzt geht es für mich einmal kurz raus, nochmal die dritte Ladung aufhängen. Ich habe nämlich heute im Badezimmer so ein bisschen gründlicher gemacht und die Läufer gewaschen. Das Wetter ist draußen immer noch nach wie vor schön, aber das ist ein bisschen frisch gewesen. Der Wind ist ein bisschen frisch bei uns. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir das aktuell haben. Max war auch gerade hier. Ich habe gefragt, ob der Tierarzt sich wieder gemeldet hat. Er wollte ja die Blutergebnisse durchgeben, aber hat noch nichts, hat sich noch nicht gemeldet. Bin gespannt, wann er sagt, was Leo so hat oder haben könnte. Ich habe es schon gestern selber gegoogelt mit diesem Fellverlust. Wisst ihr, vielen Dank nochmal an euch. Ihr habt auch geschrieben, was es sein kann. Es gibt viele Ursachen dafür, ne? Aber voll heftig irgendwie. Ich habe heute wieder mal die Couch eingerichtet, weil die Tage davor hat es ja mal geregnet, wisst ihr? Letzte Woche war ja das Wetter noch nicht so schön. Also da ist es jetzt so schön, vielleicht mal weg, wenn die Sonne mal dahin kommt. Es ist windig bei uns, ehrlich gesagt. So, ich muss mal gucken. Bis Moment. So, hier scheint jetzt die Sonne. Bald ist sie irgendwie weg. Also sehr, sehr gemütlich jetzt hier auf der Couch, muss ich ehrlich gestehen. Und achso, nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare von euch, und zwar bezüglich Leos Fellverlust. Wir haben uns gestern nochmal das Video angeguckt, und zwar vor 2 Jahren war das. Wobei Christi meinte schon, sie hat sich auch Bilder schon vom letzten Jahr angeguckt oder Videos oder auch gar nicht so lange her. Da hat er noch richtig viel Fell. Er sah aus wie so ein Teddy dann, ne? Und im Vergleich jetzt denkst du, okay, und was ist das jetzt hier? Ich bin gespannt, was der Arzt dann nachher sagt, was die Blutergebnisse dann zeigen. Einige von euch haben auch geschrieben, dass ihr damit zu tun hattet, also mit euren Hunden. Bei einigen waren irgendwelche Allergien. Dann gab es, was gibt es denn noch, irgendwelche Parasiten gab es dann auch. Und Schilddrüse ist auch mit dann beteiligt, falls da irgendwie so ein Fellverlust bei einem Hund stattfindet. Also irgendwie, man glaubt gar nicht, was es so für Krankheiten auch bei den Tieren gibt. Ne? Man denkt schon so, was? Die haben auch, meine Mutter meinte gestern, ihre Arbeitskollegin hat eine Katze und die Katze hat Diabetes. Die muss sie jetzt immer spritzen. Ist voll heftig, oder? Also, ja. Ist das schön. Ja, Ash ist heute wieder zur Schule. Ich hatte das Gefühl, heute ist Montag, ehrlich gesagt. Aber heute ist ja Donnerstag, also ein Tag nach dem Feiertag gestern. Und es fühlt sich aber alles anders an irgendwie. Ne? Und eigentlich müsste ich was einkaufen. Wir haben es nicht gemacht zu Fuß heute, weil mein Schnucki ja das Brot fertig gemacht hat. Und du darfst halt bestimmte Zeiten nicht überschreiten, sodass das Brot nachher nicht entweder zusammensackt oder irgendwie so komisch wird. Das heißt, wir hatten nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wir sind trotzdem, glaube ich, fast eine Stunde weg gewesen, ne? Weil wir doch eine längere Strecke gegangen sind. Aber das Brot hat er gut gemacht, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ne? Das liegt in der Küche. Ja, zum Glück muss ich heute nicht allzu viel zu essen machen. Wir haben noch Reste, wir haben noch Wildgulasch, wir haben noch von gestern vom Grillen was über. Und da muss ich mich in der Richtung so gar nicht so richtig drum kümmern. Wir haben was zu essen da. Ich habe mir gerade hier zugedeckt, ne? Weil der Wind ist frisch bei uns hier. Aber mit der Sonne ist es halt schön, ne? Ja, ansonsten gibt es hier soweit nichts Neues. Ich habe heute, wie gesagt, im Haushalt ganz viel gemacht, jetzt Video geschnitten. Und der Vormittag ist schon wieder rum. Also ich frage mich immer so, wo bleibt denn die Zeit? Weil es einfach so weg ist. Achso, wisst ihr, was ich überlegt habe? Da hinten, ich drehe mal ganz kurz die Cam.
Im Beet. Ich würde ganz gerne irgendwie mal neue Hortensien einsetzen, die blühen. Oder irgendwas anderes. Irgendwas anderes, was blüht. Weil ich brauche da Farbtupfer. So wie das war wirklich schön. Und diese Hortensien werde ich dann umpflanzen. Die pflanze ich einfach in meinen, ich habe so einen Zinkeimer noch, oder so einen Zinkbehälter. Und da können die rein. Ich weiß nicht, ich finde das so schade. Also ich glaube, dieses Jahr wird nichts mehr, ne? Weil einige von euch haben mir auch Bilder geschickt. Ihr habt größere Hortensien gehabt und die sind auch erfroren. Die hatten auch Frostschäden. Und ich glaube, dann wird dieses Jahr nichts mehr mit blühen, oder? Oder wie sieht das da aus? Wahrscheinlich nicht. So gehe ich davon jetzt aus, ne? Weil ich habe die abgeschnitten alle, die eigentlich da wären, wisst ihr? Also irgendwie voll schade. Ich habe nur mal kurz die Location hier gewechselt. Ein bisschen mehr Sonne ist echt mal ganz gut, weil der Wind ein bisschen frisch bei uns ist. Was mir gerade noch einfällt mit dem Grill, ne? Ich hatte ja gestern den Grill sowas von lange schrubben müssen. Ich war nachher so genervt. Ich hole mir jetzt irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht was zum Einweichen, so ein Spray. Ist es ein Ofenspray, Ofenreinigungsspray oder sowas? Oder für den Grill? Auf jeden Fall irgend so ein Chemieschaum oder so. Ich habe es gestern eingeweicht, ganz, ganz lange. Das waren Stunden, bis ich meine Mutter weggebracht habe und so weiter, wieder nach Hause gekommen bin. Ich glaube, ich habe um 7:30 oder so angefangen, diese Bleche zu schrubben. Und ich dachte eigentlich, dass das nicht so doll anbrennt, weil das ja für mich nach Antihaft Beschichtung aussah. Im Grunde so wie so ein Backblech, wisst ihr? Also da, naja, geschrubbt und geschrubbt wie bescheuert, ne? Und jetzt, ich hatte auch wirklich nur Schwamm zur Verfügung, ein bisschen Spüli, das war's. Dann habe ich schon Scheuermilch genommen, weil es einfach nicht ging, ne? Und jetzt habe ich gedacht, so, ich hole mal irgendwelche solche, also Spray sowieso noch einmal, so ein Schaum, irgend so ein Chemiezeug. Weil das ich habe gesagt, sag mal, ich kann doch nicht, also jedes Mal nach dem Grillen, ich habe da fast einen halben Grill auseinander gebaut, weil das ja alles vollgesifft war. Und das muss da sauber gemacht werden, oder macht man das nicht alles sauber, sondern nur. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, man macht alles sauber, oder? Weil es sifft doch auch alles runter auf diese drei Stutzen bei uns, wo halt diese Gas, nicht Schläuche, aber diese, wie heißen die denn? Ich weiß nicht, wie die heißen, die Teile, wo Gas rauskommt. Die so halt verdeckt da so liegen, oder liegen, um das da zu verdecken. Dann unten drunter ist da noch so eine Wanne, die du reinschiebst, damit das Öl da so runtertropfen kann. Dann der Behälter an sich, wo das Öl sich sammelt. Und dann kracht das sowieso alles auch runter auf den Boden von dem. Also ich musste gestern echt lange schrubben. Ich habe gesagt, Adrian, ich glaube, das war keine gute Idee mit dem Grill, ne? Der Kleine war zwar anstrengend, aber nicht so wie das. Also das war ja noch heftiger. Also am besten finde ich nach wie vor, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt alles überlege, wir haben ja nun zig Grills, ne? Also zwei kleine, dann haben wir, also Gas, dann haben, also die man zusammenbauen kann, ne? Dann haben wir Elektro, einmal größer, einmal kleiner, und die sind für mich bis jetzt am besten gewesen. Das geht sehr schnell sauber. Du machst diese Platte, wischst du die einfach nur rüber, mit ein bisschen Spüli, und dann ist es sauber. Du musst gar nichts schrubben. Das ist aber Elektro wiederum, ne? So, jetzt haben wir diesen fetten quasi von Weber. Das ist heftig. Ich habe gestern geflucht, ehrlich gesagt. Ehrlich, obwohl ich es eingeweicht habe, hatte ich trotzdem ein Problem damit. Naja. Ja, ihr Lieben, das war nur so Fazit, einmal ganz kurze Info zum Grill. Aber ansonsten sieht der geil aus, ne? Terrasse ist wieder vollgestellt, also jetzt haben wir den quasi, ich hatte eigentlich überlegt, dass wir diese Holzkiste mit den Polstern wegnehmen, dass ich sie vielleicht hier in den Zwischengang stelle, aber ich weiß nicht, ob es so optimal ist, aber gut, die ist da regengeschützt, ne, ist auch schon mal ganz gut, ich glaube trotzdem, die kommt echt dahin, ne, da kann der Grill nämlich rutschen, weil so steht jetzt die Kiste und der Grill, und die Polster kommen sowieso erstmal rein bei uns immer ins Wohnzimmer über Nacht, jetzt im Sommer. Und ja, irgendwie so, ne? Also, aber einige haben von euch geschrieben, ihr habt auch so einen Grill. Ist natürlich cool, aber schreibt mir bitte mal, ob ihr komplett 3 Stunden nachher auch noch putzt, den Grill. Weil, wie gesagt, wenn man das nicht sauber macht, ist es auch schlecht, ne? Dann trocknet es noch mehr an und dann hast du nachher noch mehr zum Schrubben. Das ist auch nicht so prickelnd irgendwie. So, es ist Zeit jetzt einmal, sich um Mittag zu kümmern. Ash kommt nämlich auch schon bald nach Hause. Ja, ich habe dann doch hier echt so ein bisschen Sonnenbrand, würde ich sagen. Also ich lag nicht lange, ne? Aber
die Mittagssonne. Ja, es gibt heute ja Reste, habe ich euch schon gesagt. Ich hole nach und nach alles aus dem Kühlschrank raus, weil im Kühlschrank ist natürlich auch, wenn du so viel Essen irgendwie hast von 2 Tagen, wir haben ja noch Gulasch, und das alles im Kühlschrank ist, guck mal, das muss ich noch alles warm machen. Ah, dann sagt er, er ist das, er möchte nichts vom Grillen haben. Und was habe ich noch? Ich habe hier Nudeln, habe ich ja immer noch gehabt. Noch mehr Fleisch. Dann gibt es hier noch das hier von gestern vom Grillen. Das werde ich mir dann im Backofen aufbacken und das kann man immer noch essen. Salat, Knobi. Und übrigens, viele von euch haben gegrillt gestern, ne? Habt ihr mir geschrieben, ja, wir wollen auch grillen. Das passt ja auch ganz gut. Das Wetter war ja auch optimal. Und warum sollte man das Wetter nicht nutzen, ne? So, übrigens, so sieht das Brot von meinem Schnucki aus. Hat er jetzt hier nun heute Morgen gebacken. Sieht sehr, sehr lecker aus. Was haben wir noch? Ich wollte noch mehr. Wir haben noch Nudeln, die raus müssen. Und noch ein bisschen Fleisch. Nur noch ein Stück Fleisch ist übrig geblieben von gestern. Rumpsteak, die Hälfte von Asher, hat er gestern gegessen. Ich weiß nicht, ob er das isst oder nicht. Auf jeden Fall verhungern werden wir nicht. Hier ist noch Salat, Pilze, die geht nicht unbedingt heute machen. So, Rucola-Salat, was haben wir hier noch? Ja, also jetzt ist endlich mal ein bisschen im Kühlschrank hier Platz. Ansonsten, ich mag das überhaupt nicht, zum Beispiel, wenn im Kühlschrank alles so wie Kraut und Rüben ist. Wisst ihr, kennt ihr das? Also man schmeißt nur rein, rein, rein und dann steckst du manchmal gar nicht mehr durch, was du da alles drin hast, weil alles nicht so ganz an seinem Platz liegt. Aber jetzt geht's. Also, das ist schon überschaubar jetzt hier. Und ich glaube, ich werde mal Pfannkuchen machen. Wir haben 3 Liter Milch. Bevor die schlecht werden, kann ich ja mit 1 Liter halt Pfannkuchen backen, ne? Vielleicht aber morgen erst eher. Na gut, unser Essen ist... Ich nehme euch ganz kurz mal ab. Guck mal, unser Essen ist hier. Das werde ich gleich mal alles so ein bisschen warm machen. Und jetzt ist Adrian in der Sonne. Er hat nämlich bis gerade eben geschnitten. Ich lade jetzt schon hoch. Und er macht eine kurze Pause, er muss zwischendurch eine Pause einlegen, weil er dann doch einfach zu lange dann am PC sitzt, am Stück. Und er stellt sich immer so einen Timer, 20 Minuten, dann macht er eine kleine Pause, dann geht er wieder hin und schneidet weiter. Weil wenn du nur sitzt und auf dem Bildschirm starrst, ist auch nicht so prickelnd. Ja, ich habe hier sogar noch 2 Hälften. 3 Muffin mit Spargel. Ja, also heute haben wir so eine Art Mini-Buffet wieder, weil, wie gesagt, das muss aufgegessen werden. Ich würde ganz gerne jetzt noch einmal den Quarkauflauf machen, beziehungsweise eigentlich ist es eine Art wie so ein Quarkkuchen ohne halt Boden. Habe ich schon ganz oft gemacht in den Videos, also ich weiß nicht, ob ich es nochmal zeigen muss oder nicht. Also man braucht 500 Gramm Quark, 3 Esslöffel Grieß, 3 Esslöffel Schmand. Ich habe leider keinen Schmand, nehme dann Creme Fraiche. 3 Eier, ein bisschen Honig zum Süßen. Butter braucht ihr einfach, um die Auflaufform einzupinseln und dann Früchte einfach eurer Wahl. So, ich würde sagen, ich lege mal schnell los und zaubere mal einen leckeren Quarkauflauf. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Solange das Essen jetzt quasi vor sich her brutzelt, mache ich oft so, dass ich einfach die Zeit mal nutze. Jetzt will ich einmal ans Fenster ran. Das muss sauber gemacht werden. Gestern hat meinem ganzen Grillschrubben bzw. Grillrost hier sauber machen. Nächstes Mal mache ich das übrigens draußen auf dem Rasen oder so. Weil das Waschbecken muss natürlich auch nachher geschrubbt werden. Und ich habe echt so ein bisschen Bedenken, dass sich das verfärbt, das Ganze. Ne? Das ist ein Fett und alles eingebrannt. Und naja, jedenfalls spritzt da auch ordentlich was gegen die Fenster.
Und ich habe gestern wirklich keine Lust mehr gehabt, auch keine Kraft mehr gehabt. Ich habe mir gedacht, so, ich mache gar nichts mehr. Ist nur noch Feierabend, weil es war auch recht spät. Der ganze Tag war irgendwie recht turbulent, man hat so viel gemacht. Heute dementsprechend fühle ich dann auch so, ne? Als ob irgendwie so ein bisschen die Luft raus ist. Ich habe gedacht, so, das ist irgendwie, wenn du einen Tag so lange so richtig durchpowerst, von morgens gefühlt bis abends, kommst dann erst zur Ruhe. Wobei, es war ja nicht mal was Schlimmes oder so. Wir hatten hier ja nicht 30 Leute zu Besuch oder so. Trotzdem musst du halt vorbereiten, du musst hinterher aufräumen, putzen und so weiter. Ich hatte dann noch durchgesaugt und so. Und heute Morgen habe ich gedacht zu Adrian, oder gesagt, ich mache gar nichts heute. Ich mache einfach nur gar nichts. Eigentlich wollte ich nicht mal das Video aufnehmen. Aber ich habe gedacht, nee, wie gesagt, ich mache doch noch ein bisschen was. Und nehme euch einfach gerne mal mit, weil ich denke, dass ihr es gerne guckt. Also ich zumindest gucke es gerne bei meinen, die ich abonniert habe. Wenn sie so ein bisschen rumwuseln und ein bisschen putzen, ein bisschen kochen. Ja, also, nicht lange schnacken. Ich gehe jetzt einmal ans Fenster ran. Putzarbeit bin ich jetzt erstmal für heute wieder fertig. Mal gucken, wie lange. Ich habe auch die Fenster hier kurz nochmal mitgenommen, weil wir gestern halt natürlich mit Patschfingern und irgendwelche fettigen Fingern einfach mal die Tür aufgemacht haben oder. Nicht oder. Also die Tür aufgemacht haben. Dementsprechend sah ich gestern schon, als die Sonne schien, dachte ich, nein, das ist ja alles voll bequatscht. Aber wie gesagt, ich finde, man kann nicht immer alles auf einmal machen, ne? Weil irgendwie, du bist verrückt, du kommst ja aus dem Putzen gar nicht mehr raus. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das heute. So, Gulasch erwärme ich gerade. Wenn ich gleich erst nach Hause komme, dauert nicht mehr lange, nur vielleicht 15 Minuten. Dann können wir endlich mal essen. Das ist endlich, ich habe nicht mal richtig Hunger. Also ich finde, wenn es warm ist, hat man nicht unbedingt irgendwie Hunger, ne? Sondern irgendwie auch vielleicht irgendwie was Leichtes oder so. Quarkauflauf werde ich dann auch nochmal gleich reinschieben. Wenn Mittag fertig ist, werde ich aufgewärmt. Guck mal, hier ist auch alles soweit fertig. Könnt ihr das sehen? Da? Könnt ihr auch gleich. Ich bin auch schlau, ne? Hab das Tablet nicht weggenommen von oben. Oh mein Gott. Ja, was ist denn passiert? Oi. Nicht darauf geachtet. Okay, das ist alles fertig soweit. Und hier gibt es gleich Mittag. Schön. Ich schaffe es mit der Zeit jetzt nicht, aber es ist auch vielleicht nicht so richtig, dass man versucht, so eine kurze Zeit ist, ja alles so dazwischen zu schieben. Hauptsache, man hat es erledigt, aber im Grunde fängst du so am nächsten Tag mehr oder weniger von vorne an. Also die Arbeit hört dann nie auf. Gerade so Haushalt oder Garten hast du ja immer wieder. Du fängst an, bist eigentlich fertig, kannst aber wieder von vorne anfangen. Also ist nicht so einfach. Seht ihr, und einkaufen muss ich auch machen. Weiß ich nicht. Vielleicht fährt mein Schnucki nachher mit mir mit dem Fahrrad oder so. Ich habe keinen Bock mit dem Auto zu fahren bei dem Wetter. Könnte man theoretisch hier auch mit dem Fahrrad. Ich habe mir eine kleine Einkaufsliste geschrieben. Theoretisch passt das alles bei uns in den mein Fahrradkorb rein. Ist nicht viel. Vielleicht hat er Bock nachher mit mir eine kleine Fahrradtour zu machen. Übrigens, wisst ihr was? Ich habe, ich mache die Tür mal auf jetzt hier tagsüber im Gewächshaus. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Sauna. Also wirklich eine Sauna. Total heiß. Ich hatte schon überlegt, die Tomaten einzupflanzen. Die Freundin von meiner Mutter meinte, man muss 60 bis 70 cm Abstand haben zwischen den Pflanzen. Wie soll denn das gehen? Das heißt, dann was nur. Vielleicht höchstens zwei Pflanzen, ne? Pro Topf? Oder wie? Also ich habe ja nicht das in der Erde, so wie es bei ihr im Gewächshaus ist, sondern. Die sagte 60, 70 cm dazwischen, zwischen den Pflanzen.
Das wird dann ein Spaß werden. Ich wollte eigentlich noch Gurken haben. Aber wenn ich das jetzt alles, die restlichen mit Tomaten, ich habe ja 10 Pflanzen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe nur noch hier Platz für 10 Tomaten. Das war's dann. Das ist ja krass. Mein Kind ist wieder von der Schule aus der Hitze. Er hatte Sport, hat sich gerade. Wieso müsst ihr normales Wasser da reintun? Er hat ganz, ganz viel Wassereis. Abkühlung. Haben wir gar nichts mehr jetzt? Das ist der Rest? Achso. Auf jeden Fall gibt es Essen. Es ist alles warm gemacht, ja. Aber er hat gar nicht so einen Hunger, sagte er, weil er gerade Sport gehabt hat. Er hitzt bis zum Abwinken. Sonst, also gegrillt habe ich jetzt hier aufgewärmt. Nicht jetzt? Na gut. Wisst ihr, was ich gerade gegessen habe? Bei diesem ganzen mega unterschiedlichen Essen. Nudeln mit Honig. Erst hat sich ein bisschen was von dem Grillzeug geschnappt und ich habe überhaupt irgendwie gar nicht so richtig Hunger. Ich habe gesagt, nee, irgendwie, also nicht auf irgendwas Salziges, auf keinen Knoblauch. Und mein Schnucki hatte aber Nudeln mit seiner leckeren Mama-Soße. Mama-Soße, jetzt will ich dich. Ja, ich überlege gerade übrigens, mit dem Fahrrad loszufahren. Ich muss noch ein Paket abgeben und ein bisschen was einkaufen. Mein Schnucki hat leider keine Zeit für mich. Deswegen feuchte Laune. Ich habe ja nicht keine Zeit, weil ich mich hier auf die Liege lege. Ich habe Doch, schon was zu tun. du hast nichts zu tun. Tip Tap Tube Uncut, mein neuer Kanal, Du braucht tust neue nur so. Videos. Er tut nur so. Er hat gar nichts. Es ist gar keine richtige Arbeit, die du da Guck mal alle machst. bei Tip Tap Tube Uncut vorbei. Schneide ich alles Da gibt raus. es jetzt richtig coole XXL Tip Tap Tube Videos, so wie sie von der Über Kamera 50 kommen. Minuten. Weggeschnitten. Ja, über Ja, 50 ich meine, Minuten das sind ganze die. weggeschnittene Material, alles mit drin, jeder Huster, jedes. Lass das! Das darfst du nicht anfassen! Alles. Jedes Gemecker. Oh, wie schön, Schatz. So wie jetzt hier in Live, ne? Jedes Gemecker. Jedes Schmatzen. Ja. Naja, dann fahre ich gleich mit dem Fahrrad, würde ich mal sagen. Weiß aber noch nicht so richtig, was ich anziehen soll, weil der Wind recht frisch ist. Guck ich mal. Also, du musst das dann noch verlinken, dann Tip Tap Tube Ich Uncut, verlinke ne? dich nicht. Tip Tap Tube und dann UNCUT. Uncut. Verlinkst du mich auch? Du bist sowieso überall verlinkt. Ja, du auch. Das ist ja gut. Ja, bist in der Videobeschreibung, also Ich guck liebe gerne da dich. rein. Ja, Schatz, ich liebe dich auch. So. Was würde ich nur ohne dich tun? Danke für dein leckeres Nudel-Mama-Essen. Mhm. Das ist das beste Essen der Welt. Hast du schon mal gezeigt, wie man das macht? Schon sich mal. Für mich das beste Essen ist Quarkauflauf. Deswegen, manchmal schreiben, auch schon wieder Quarkauflauf. Ja, irgendwie ist das. Ich habe gestern Abend bei deinem Quark auf. Nee, das war ja ein Kuchen, den du gemacht hast. Ja. Direkt Zuckerschock gekriegt. Ja, also gestern übrigens der Kuchen, den ja vorher gar keiner gegessen hat, also nach dem Grillen, habe ich nachher noch gegessen. Die Kinder haben auch ein bisschen mit nach oben bekommen. Meine Mutter mit nach Hause, mein Schnucki hat auch sich bedient. Und ich habe es auch gegessen hier beim Grillschrubben mit Milch, habe ich zwischendurch ein Stück Kuchen abgebissen. Der war super lecker. War echt lecker. So, die Küche habe ich gerade eben aufgeräumt. Na, das dauert immer so seine Zeit irgendwie gefühlt für morgen. Und guckt mal, wie der Quarkauflauf aussieht. Ich glaube, den mache ich jetzt mal aus. Er wird aber gleich noch ein bisschen zusammensacken. Ne? Also er geht wieder runter. Ja, das riecht so gut. Also der ist fertig. Ich habe da schon ein bisschen Temperatur runtergestellt. Er war jetzt insgesamt 50 Minuten drin. So viel Zeit braucht er irgendwie immer. Ihr Lieben, mir fällt noch mal was ein. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen für euch quasi so eine Hello Fresh Kochbox getestet. Wir waren alle sehr, sehr begeistert davon. Falls irgendeiner von euch das Video nicht gesehen hat, werde ich jetzt mal hier oben alles für euch verlinken. Und es gilt nach wie vor, 120 Euro könnt ihr sparen, und zwar mit meinem Rabattcode HelloXMarie. In Deutschland bis 120 Euro. Ich finde, das ist echt ordentlich ein Schnäppchen. Und die haben wirklich sehr, sehr krasse, leichte, leckere Gerichte. Also schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Ich werde euch alles unten verlinken. Ihr Lieben, schon bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ne? Mein Schnucki hat leider wirklich keine Zeit. Ich habe gesagt, kannst du es nicht später machen? Sagt er, nein, er will auch irgendwann mal Feierabend machen. Ne? Auf jeden Fall fahre ich jetzt alleine. Hoffe, dass mir das Handy nicht runterfliegt. Ansonsten, die Hülle ist noch nicht gekommen. Also diese Folie, die man hinten drauf klebt. Ihr wisst ja, mein Handy ist ja geschrottet hinten. Und naja, auf jeden Fall geht es für mich jetzt einmal kurz Paket wegbringen von Zara und dann was einkaufen.
Ich bin hier gerade bei DM gelandet, habe schon mal Cashews mitgenommen und sehe gerade, die haben so wunderschöne Flipflops und noch gar nicht so teuer. Schaut mal, die sehen cool aus, oder? Und ich glaube, die sind auch sehr bequem, vermute ich mal. Die sind weich, sehen aber hübsch aus und gibt es auch solche. Ups, ich war auch ein bisschen kleiner für euch, damit ihr es mal sehen könnt. Und hier auch, guck mal. Die gefallen mir ganz gut hier. Und schwarz. Und der Preis ist 9,95. Guckt mal, gibt es sogar in rosa. Also ich nehme jetzt keine mit. Also die würde ich sonst mitnehmen, aber ich habe ja welche mit schwarz. So, ich brauche jetzt einmal solche Waschlappen. Meistens ein bisschen grau, eigentlich ganz gerne. Und jetzt brauche ich was für den Grill, zum Saubermachen, ne? Ich glaube, ich nehme einmal solche hier. Die sind nicht so kratzig. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das hier von DM direkt. Für also Grill und Ofenreiniger. Ich probiere den mal aus. Minztee nehme ich nochmal mit. Schaut mal, ich bin gerade bei Instincts, was die hier so für wunderschöne Erdbeersachen haben. Ist das nicht cool? Guck mal, oh süß. Sieht doch hübsch aus, die Häuschen und die Holztulpen. Der Pulli gefällt mir auch ganz gut. Was sind die Preise? Früher habe ich immer auch 14,99 bekommen. Der hat was. Der ist hübsch. Und hier gibt es noch so wunderschöne Schilder. Guckt mal. Aus Metall oder Holz. Je nachdem. Auch alles bunt. Und schon bin ich unterwegs, ihr Lieben, eigentlich auf dem Weg nach Hause und dann fiel mir noch ein, Mensch, ich fahre doch jetzt bei meinem Bärlauchfeld vorbei und wir haben keinen Bärlauch mehr. Würde ich ganz gerne mal was pflücken. Ich sehe allerdings von hier aus schon, dass er blüht. Also es ist überhaupt nicht zu übersehen, wo er wächst. Mein Fahrrad ist natürlich voll, also Tasche ist voll. Ich habe sogar frische Erdbeeren gekauft, deutsche Erdbeeren am ersten quasi Erdbeerstand. Mittlerweile geht es auch schon los, ein bisschen früher wohl, sagte sie, als sonst. Tada! Ich habe 5 solche Schächtelchen mitgenommen, oh mein Gott, ich hoffe, dass sie mir... beim Fahrradfahren hier immer schnell nach Hause. Beim Fahren ist natürlich immer diese Bewegung, ne? Das ist total blöd. So, ich gehe mal ganz kurz runter und gucke, dass ich ein bisschen Bärlauch für uns mal mitnehmen kann zum Abendbrot. Puh, ja, blüht. Blüht richtig doll. So, ich guck kurz. Guckt mal, diese größeren Blumen, ne? Das ist Bärlauch. Die Blätter sind ja auch schon groß. Auf jeden Fall da alles voll. Also nicht diese kleinen Blümchen, die sind auch wunderschön, aber die kann man bestimmt nicht essen. Aber Bärlauch ist hier noch. Ist noch alles voll. Ich pflück mal. So, die Kinder haben jetzt Erdbeeren. Die Fahrrad-Erdbeeren, Matsch-Erdbeeren bekommen. Die sind lecker. Ja, auf langsam ist Erdbeerzeit. Ja, ne? Aber die sind dieses Jahr früher, hat sie gesagt, als sonst. Sonst waren die irgendwie am 11. oder so. Irgendwie 11. Mal und wir haben heute den 2. Ja, also auf jeden Fall, guck mal, wie es bei mir hier aussieht. Matsche. Alles Matsche, ist nicht so schön. Einkaufen ist raus. Die Kinder waren übrigens, hatten einen Anruf bekommen. Ha? Es ist sehr warm. So, kurze Info zu Leo. Vielleicht Schilddrüse. Wird vielleicht. Also der Arzt wird... Ein Test, der genauer sein soll. Ja, oder? Genau. Die Werte sind doch nicht so, wie die sein sollen irgendwie. Und wir schauen mal noch. Nee. Ich habe das schon erzählt, ich habe ja vor 2 Jahren, ne? Weißt du noch, wie sein Fell so. Ja, ich dachte, das wäre so normal. Ja, vor allem, wir hatten ja auch Bilder gesehen, jetzt vor kurzem erst. Ja. Meistens ist es richtig bewusst geworden. Ja, ja. Oh, der hat ja mal wirklich viel mehr Fell. Ja. Fell. Ja. Aber irgendwie, ja, wenn man das jetzt so guckt, dann denkst du, ja, okay, ist da, irgendwas ist da. So, der Einkauf ist jetzt hier auf dem Tisch, ihr Lieben. DM habe ich euch alles gezeigt, ne? Müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Ich war danach nochmal kurz bei Rewe, wir brauchten nämlich ein paar Kleinigkeiten. Aus Kleinigkeiten, also es ist schon ein bisschen was geworden. Am besten drehe ich mal die Cam. So, fangen wir mal hier an. Also, ich habe Mozzarella mitgenommen, eigentlich 3. Schmand, Gurke, dann haben wir hier Frischkäse. Kokosnuss hatte ich voll Bock irgendwie drauf. Kann man trinken und essen. Dann haben wir Quark, mehr Schmand habe ich schon gezeigt. Die Matsch-Erdbeeren jetzt leider. Muss ich ja mal ganz kurz gleich mal abwaschen und ordentlich nochmal hinlegen. Essigreiniger, Essigessenz zum Reinigen. Grapefruit.
Salat, Romano-Salat. Das war's. Und Lappen. Die hatte ich schon gezeigt, ne? Bei DM. Genau, das war's auch schon. Hi. So, die Kinder sind da mal kurz nochmal los und Leo ist gerade bei uns hier. Dann sagte auch, also, ich habe gedacht zuerst so, das ist so seine Haut, wisst ihr? Also, man sieht aber ein Stückchen die Haut. Oder das ist nur ein kurzes Fell? Das ist ganz kurzes Fell hier. Das ist keine Haut. Fell. Also, vielleicht wächst das schon nach oder so. Also Sommer, da, du kriegst ein Sommerfell, ne? Also der Arzt meinte, wie gesagt, entweder Schilddrüse, weil die Schilddrüse, die Werte sind halt nicht so, wie sie sein sollen. Oder Leber. Leberwerte waren bei ihm auch nicht so prickelnd. Also es gibt irgendwie so bestimmte. Alkoholiker. Schon okay. Auf jeden Fall, genau, sagte Max, die machen nochmal einen Test. Und guck mal, am Bauch hier, ich weiß nicht, also wenn man ihn anguckt, ich habe das Gefühl sowieso, dass das Fell bei ihm früher viel, viel länger war und eine andere Farbe hatte auch. Ne? Also wir haben jetzt das Video geguckt. Das Fell da, das Fell wird grau. Meinst du, er wird jetzt älter? Der wird doch erst 4 dieses Jahr. Mal 7 rechnen für den Menschenjahre, ne? Normalerweise, also ich habe heute was gelesen, muss kurz mal die Cam drehen, mal. Ich habe heute was über Zwergspitze gelesen generell, dass diese Hunde generell sehr, sehr gesund eigentlich sind. Also die sind nicht so anfällig irgendwie, stand dafür Krankheiten. Und werden teilweise bis 14 Jahre, also deren Lebenserwartung ist bis 14 Jahre, 13, 14 Jahre. Und was ist denn noch drin? Aber auf jeden Fall, mit diesem Fellverlust ist natürlich echt fatal. Also es gibt auch andere Krankheiten, ne, die Hunde bekommen können. Wahrscheinlich ist es nicht nur Zwergspitze, sondern auch andere Rassen. Aber es ist voll Sünde irgendwie. Max meinte, also der Arzt guckt jetzt nochmal, also er macht noch einen Test mit dem Blut, was er schon abgenommen hat bei Leo. Und wird dann gucken, ist Schilddrüse, dann kriegt er Tabletten. Wir haben auch einige von euch geschrieben, so hechelst du, Leo? Weil es hier warm ist. Ach so. Also, vielleicht ist er auch eben draußen rumgelaufen. Also. Ja. Also bekommt er Tabletten. Leber wahrscheinlich dann auch oder so, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Das ist voll Sünde, finde ich. Na gut, Hübschen, also ich würde sagen, ich beende mal das Video jetzt hier, weil bei uns ist ja auch so nicht mehr so viel los. Ist auch schon gleich Feierabend. Ich muss allerdings nochmal die Wäsche an sich abnehmen. Habe aber gerade nochmal Bärlauch in Gange. Der ist richtig dreckig. Ist richtig so, auch wie unser Dach schon wieder schon gießt. So ein vom Raps, ne? Dieses Gelbe ist überall jetzt. Ja, Sahara-Staub, nee. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie diese ganzen Pollen da. Und, hat er sich versteckt? Ja, und dann gibt's Abendbrot und Couch. Und wir gucken gerade, also mein Schnucki hat gestern alleine geguckt, dritte Staffel von Stranger Things. Das ist eine Serie. Ich gucke da zwischendurch dann doch mal mit, aber dann doch wieder nicht, weil sie eigentlich ist gefühlt so eine Kinderserie, aber die ist total gruselig teilweise, stellenweise. Und ist ab 16, glaube ich. Du meinst, ne? Da sind Kinder in, ja, der die Serie? Ja, die Kinder spielen da. Eigentlich ist es ja kein Kinder- oder keine Kinderserie. Die Kinder spielen da mit, als Schauspieler. Na? Oh, ich finde, das kann man ganz gut gucken. Ja, also die ist schon spannend, aber manchmal ist mir das zu spannend. Was wollen wir denn so? Bitte reden Sie. Bitte reden Sie. Guck mal, wie er mich anguckt. Und wenn ich nicht reagiere, wirst du gestreichelt werden. Dann fängt er an zu bellen manchmal so. Aber nicht so das richtige Bellen, sondern so ein bisschen bellen. Warte mal, ich stelle mal ganz kurz zur Seite. Was möchtest du von mir? Ja, achso, siehst du, schon hier ist bei ihm voll weg. Da. Einige haben bei Insta geschrieben, direkt Nachrichten, dass ihr auch schon so einen Fall hattet, dass ein Hund halt Fell verloren hat. Bei einem waren irgendwelche Parasiten im Gange. Da, weil, aber er hat sich gejuckt und gekratzt. Aber macht er das? Er kratzt und juckt nicht. Jetzt schnüffelt er an dem Teppich. An sich ist er ja so ganz ruhig. Also er juckt nicht an sich oder kratzt nicht oder leckt nicht. Nur halt, wie gesagt, also ich vermute wahrscheinlich die Schilddrüse, ne, Leo? So, Lieben, eigentlich wollte ich das Video jetzt hier beenden. Ne? Also, ich gehe jetzt gleich Blümchen gießen. Meine Mutter übrigens sagte gestern, sag mal, hast du nicht gesagt, du willst dieses Jahr weniger Blumen haben? Ich so, Mama, ich... Ja, hab ich. Ich finde nur, wenn man halt ein größeres Grundstück hat und eine größere Terrasse und Töpfe, ist es irgendwie doch viel schöner, wenn man Blümchen reinsetzt. Jetzt habe ich aber dieses Jahr schon geguckt, dass ich nicht allzu komplizierte Blumen hole. Also diese zum Beispiel
Wer sind die denn? Diese Ampeln. Ja. Mir fällt der Name nicht ein von den Blumen. Vergessen. Naja, fällt mir vielleicht mal ein. Die Ampeln, die ich immer bei Wohles geholt habe. Wer ist denn diese Blumen? Weißt du das noch? Schreib die mir mal. Blumen. Ich habe gerade voll so einen Blackout. Weißt du, die Cam läuft und bei mir ist Gehirn aus. Kannst du hinterher rausschneiden. Also, ich werde einblenden, falls mir das bis dahin eingefallen ist, wie die Blumen heißen. Auf jeden Fall habe ich geguckt, dass ich halt, wie gesagt, ein bisschen was Pflegeleichteres nehme. Aber gießen muss man die dann trotzdem alle, ne? Auch in den Töpfen. Oder gerade in den Töpfen. Und ja, dann also Blumen gießen, Abendbrot machen, Wäsche abnehmen und dann ist Feierabend. Also, na bitte hübschen. Also, ich hoffe, dass euch dieser Vlog hier gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.